Fliegen. Wie die Fliegen, sage ich. Aha. Da steht einer. Da auf dem Ponto. Sieht aus, als ob er Uniform anhat. Ja, einen alten Soldatenmantel hat er an. Mütze hat er nicht auf. Seine Haare sind kurz, wie eine Bürste. Steht ziemlich dicht am Wasser. Beinahe zu dicht am Wasser steht er da. Das ist verdächtig. Die abends im Dunkeln am Wasser stehen, das sind entweder Liebespaare oder Dichter. Oder es ist einer von der großen grauen Zahl, die keine Lust mehr haben, die den Laden hinwerfen und nicht mehr mitmachen. Scheint auch so einer zu sein, der da auf dem Ponton. Steht ziemlich dicht am Wasser. Steht ziemlich allein da. Ein Liebespaar ist es nicht. Das sind immer zwei. Ein Dichter ist es nicht. Dichter haben längere Haare. Aber der da auf dem Ponton hat eine Bürste auf dem Kopf. Merkwürdiger Fall, der da auf dem Ponton. Ganz merkwürdig. Rums! 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 Da! Weg ist er! Reingesprungen! Stand zu dicht am Wasser. Hat ihn wohl untergekriegt. Und jetzt ist er weg. Ein Mensch stirbt. Und? Nichts weiter. Der Wind weht weiter. Die Elbe quasselt weiter. Die Straßenbahn klingelt weiter. Die Buren liegen weiter weiß und weich in den Fenstern. Herr Kramer dreht sich auf die andere Seite und schnarcht weiter. Und keine Uhr bleibt stehen. Ein Mensch ist gestorben. Und nichts weiter. Nur ein paar kreisförmige Wellen beweisen, dass er mal da war. Aber auch die haben sich schnell wieder beruhigt. Und wenn die sich verlaufen haben, dann ist auch er vergessen. Verlaufen. Spurlos. Als ob er nie da gewesen wäre. Weiter nichts. Hallo? Da weint einer. Merkwürdig. Ein alter Mann steht da und weint. Guten Abend. Meine Kinder. Warum weinst du denn, Alter? Es sind doch alles meine Kinder. Ich kann es nicht ändern. Ups. Entschuldigung, das ist allerdings schlecht. Aber deswegen braucht man doch nicht gleich loszulegen wie eine verlassene Braut. Ups. Es sind doch alles meine Kinder. Oho. Wer bist du denn? Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Und warum weinst du? Ups.